Unsere Mutter ist ins Zimmer gekommen und sagte, dass die Deutschen ins Land einmarschiert sind. Wir dachten, dass sie uns sofort umbringen würden. In der Nacht klopfte es dann stark an der Tür. Mein Vater ging hin, vor ihm standen drei ungarische Polizisten und forderten ihn auf, das Haus zu verlassen. Dann schrien sie, raus aus der Wohnung. Die Gendarmen schubsten meinen Vater auf den Boden und nahmen ihm die Schlüssel ab. Wir Kinder fingen an zu weinen. Er drehte sich um mit Tränen in den Augen und sagte, weint nicht, seid stark. Bald kommt die Zeit, wo wir alle zurückkehren werden. Aber wir sind nie wieder zurückgekehrt. Israel, Jerusalem, 74 Jahre später. Die Frau, die diese Zeilen schrieb, lebt seit 1949 in der Heiligen Stadt. Ihr Name ist Shindi Serena Müller, geboren und aufgewachsen im damals ungarischen Galanta. Shindi ist 91 Jahre alt, eine Überlebende des Holocaust. Und sie ist im Besitz eines einzigartigen Dokuments. 54 Tagebuchseiten aus dem Jahre 1944, auf denen sie als junges Mädchen ihr Schicksal und das ihrer Familie aufgeschrieben hat. Shindi ist 14 Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und Geschwistern von den Nazis deportiert wird. Zunächst nach Auschwitz-Birkenau, dann in ein Arbeitslager ins niederschlesische Peterswaldau. Dort schreibt sie heimlich und unter Lebensgefahr auf Laufkarten der Waffenfabrik Karl Diehl ihre schrecklichen Erlebnisse auf. Jahrzehnte hütete Shindi sorgsam ihre Erinnerungen. Erst jetzt ist sie bereit, ihre Geschichte und die des Tagebuchs der Welt zu erzählen. Das haben die alles. Alles geschrieben, Peterswalter. Ein Teil, ein Papier ist noch in Birkenau. Das ist ein kleines Papier ist in Birkenau. Und siehst du jetzt drum herum? Das habe ich gearbeitet in dieser Fabrik. Dort habe ich gearbeitet. Shindis Erlebnisse sind erschütternd und verstörend. Wie alle Geschichten der Opfer des Holocaust. Ich wundere mich nur, wie ich das alles schreiben konnte. Eigentlich war das gar nicht möglich. Es war so gefährlich dort. Und trotzdem habe ich geschrieben. Wie habe ich es nur gemacht? Shindi lebt mit ihrer Familie in Galanta, einer Kleinstadt in Ungarn. Ihr Schicksal und das 100.000 anderer ungarischer Juden beginnt am 19. März 1944 mit dem Einmarsch der Wehrmacht. Auszug aus der Wochenschau. Deutsche Truppen treffen aufgrund gegenseitiger Verständigung in Ungarn ein, um der durch den Tremächtepakt verbundenen Nation im Kampf gegen den Bolschewismus zur Seite zu stehen. Auf dem Weg nach Budapest. Mit der Operation Margarete will Hitler verhindern, dass sich Ungarn den Alliierten anschließt. Im Gefolge der deutschen Truppen, ein 200 Mann starkes Sondereinsatzkommando unter der Leitung des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann. Er soll, so Hitler, die Judenfrage in Ungarn bereinigen. Über die Menschen aus Galanta bricht das Unheil am 20. April ein. Zusammen mit ungarischen Gendarmen rollen SS-Angehörige auf LKW durch die Straßen der Stadt. In den Tagen darauf plündern sie die jüdischen Geschäfte, enteignen deren Besitzer und treiben die Menschen aus ihren Häusern. Auch die Ehrenwalds, Shindis Familie, müssen ihren Weinhandel schließen, ihr Heim verlassen. Alle Juden müssen einen gelben Stern tragen. Es ist der Beginn eines Albtraums, den Shindi von diesem Moment an in ihrem Tagebuch beginnt festzuhalten. Verzweifelt notiert die 14-Jährige, wir packen. Jeder hat etwas in der Hand. Beeilung, Beeilung. Es ist bereits alles raus aus der Wohnung. Ich laufe schnell nochmal herein und schaue mich um. Ich kann es nicht ertragen und verlasse die Wohnung wieder. Die Tür knallt laut zu. Ich höre die Schlüssel im Schloss. Ein Stück Papier wird darauf geklebt und abgestempelt. Ich drehe mich um
und die Tür ist für immer verschlossen. Sie wurde abgeschlossen und wir verjagt. Von dem Ort, den mein Vater kaufte. Ein Stück meines Herzens wurde gebrochen. Vielleicht haben unsere Eltern damals gewusst, wohin wir gebracht werden sollten. Aber wir ahnten natürlich nicht, dass sie uns umbringen wollten. Ende Mai treiben Soldaten der SS gemeinsam mit ungarischen Polizisten hunderte jüdische Familien vor den Bahnhof von Galanta. Die verzweifelten und ahnungslosen Menschen kommen aus den umliegenden Städten und Dörfern. Das wenige Hab und Gut, was sie mitnehmen durften, tragen sie am Leib und in Koffern. Wir kamen am Güterbahnhof an, wo bereits die Viehwaggons auf uns warteten. Und wenn es nur das gewesen wäre. Erstmals mussten wir aber durch die Leibesvisitation. Erst dann werden wir erfahren, was wir mitnehmen dürfen. Wir laden den Wagen ab. Montagmorgen, 9 Uhr. Ich sitze auf dem Gepäck, esse ein hartgekochtes Ei und warte auf die Durchsuchung. Es war schrecklich. Als wir an die Reihe kommen, müssen wir unser Gepäck zu dem Waggon für die Durchsuchung tragen. Ich bin nervös. Was wird wohl noch weggenommen von den wenigen? Die Frauen müssen rechts, die Männer nach links zur Leibesvisitation in eine kleine Kabine. Ein Teil des Gepäcks kommt in den Waggon. Der Rest wird weggeworfen. Ich möchte die Sachen zurück und als Antwort werfen sie sie mir ins Gesicht. Es tut nicht weh. Wir bekommen die Sachen jedoch nicht zurück. Wir sind fertig. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die massenhafte Deportation der jüdischen Bevölkerung Ungarns ihren Höhepunkt. Adolf Eichmann, Leiter des Judenreferates im Reichssicherheitshauptamt, hatte sich zum Ziel gesetzt, fast 800.000 von den Nazis erfasste Juden zu töten. Auf akribisch geführten Listen stellen die Mörder die Zahl der Menschen wie Transportgut zusammen. In den folgenden Monaten werden so Hunderttausende mit den Todeszügen in die Vernichtungslager gebracht. Ziel des Galanta-Zugs: ein Zwischenlager in Erschek-Ulvar. Sammelpunkt für den Weitertransport nach Auschwitz-Birkenau. Shindi und ihre Eltern, die Schwestern Yitti und Dori und die zwei Brüder Rüvi und Berry werden mit den anderen in den Waggon gepfercht. Der Beginn einer unerträglichen Tortur. 45. Das ist unsere Anzahl. Wir steigen ein. Wir haben Wasser im Eimer für die Fahrt vorbereitet. Um 16:45 werden die Waggons geschlossen. Licht kommt nur durch 4 kleine Fenster rein. Drinnen sieht es bereits wirklich so aus wie ein Gefängnis mit Häftlingen. Wir sind im Zug wie Tiere gehalten worden. So schreibe ich das im Tagebuch. Aber nicht wir waren die Tiere. Meiner Meinung nach waren es die Menschen, die das mit uns gemacht haben. Es werden Namen gerufen und jeder fragt, wer wo ist. Wir fragen die anderen, wo unsere Oma ist. Wieder ein Ruck. Der Zug pfeift und fährt los. Die Männer beten. Der ganze Waggon weint. Meine liebe Mutter schaut auf meine Schwester Yitti und ruft laut, ihr geht es nicht gut. Alle hören auf zu beten und suchen nach Essig oder Franzbranntwein. Endlich finden sie es. Yitti wird damit eingerieben und es geht ihr sofort besser. Sie wird zur Waggontür geführt, damit sie besser Luft bekommt. Die Leute beten weiter. Dann ein lautes Klirren und die Tür wird geöffnet. Frische Luft kommt hinein. Dann leuchtet uns eine Taschenlampe entgegen. Es sind deutsche Soldaten.
Die erste Etappe für die verzweifelten Menschen endet am Verladebahnhof von Erzsébújvár. Hier hat die SS ein provisorisches Lager in einer Ziegelfabrik errichtet. Es ist die Wartestation für über 4000 Menschen vor dem Weitertransport. Shindi und ihre Familie müssen auf dem Boden einer Baracke schlafen. Dort schreibt das junge Mädchen weiter an seinem Tagebuch. Die Situation verschlechtert sich dramatisch. Elaludtam a betyúkon. Ich wache vom Vogelgezwitscher auf. Ich reibe meine Augen. Wo bin ich? Ach ja, ich weiß schon. Ich bin in der Ziegelfabrik in Erzsébújvár. Ich strecke mich und stehe auf von dem unbequemen Liegeplatz. Erst jetzt wird es richtig ungemütlich. So sehr tun mir der Rücken und die Hände weh. Das Gepäckbündel drückte meinen Rücken in der Nacht. Ich muss mich nicht anziehen, weil ich in meiner Kleidung geschlafen habe. Ich will mich waschen, aber es gibt kein Wasser. Das ist der erste Tag in der Ziegelfabrik. Es ist Dienstag. Die Sonne schaut neugierig zwischen den Wolken heraus, weil selbst sie so etwas noch nie gesehen hat. So viele Frauen, Mädchen, Männer und Jungen, einfach zusammen. Strubbelig mit halb geöffneten Augen schaut man sich um. Als ob man es nicht glauben könnte, dass man es wirklich selbst ist. Wie schön wäre es, wenn wir das alles nur träumen würden. Aber nein, so etwas sollte man auch nicht träumen. Schließlich erteilt die SS den Befehl zur Weiterfahrt. Am 12. Juni setzt sich der erste Transport mit 2.899 Menschen in Bewegung. Shindi und ihre Familie sind dabei. Ein zweiter Transport wird 3 Tage später abfahren. Dann mit 1.980 Menschen. Noch ahnt niemand, welches unvorstellbare Grauen noch folgen wird. Nachdem sie uns in den Zug getrieben haben, mussten wir uns auf den Boden quetschen. Es gab keinen Platz. 75 Menschen saßen in einem Waggon. Wir bekamen keine Luft. Wir konnten kaum atmen. Die Fenster waren so klein, gerade mal 30 Zentimeter breit und mit Eisenstäben vergittert. Damit wollten sie verhindern, dass wir aus den Fenstern flüchten können. Von da ab konnte ich auch nicht mehr im Zug weiterschreiben. Ich habe dann alle Zettel aus meinem Tagebuch gerissen und sie so zusammengeknüllt und versteckt. Shindi unterbricht zunächst ihre Aufzeichnungen. Die Zettel hütet sie wie einen Schatz, versteckt unter ihren Kleidern. Wenig später wird sie den Inhalt auf die Laufkarten der Waffenfabrik übertragen. Darunter sind auch ihre traumatischen Erinnerungen aus Auschwitz-Birkenau. Als junges Mädchen ahnte Shindi nicht, dass sie mit den Karten ein Stück dunkelste deutsche Geschichte dokumentiert hat. Heute, gut 74 Jahre später, ist jede einzelne Tagebuchzeile ein wichtiges Zeugnis, den millionenfachen Mord an der jüdischen Bevölkerung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wenn ich höre, dass manche Leute den Holocaust leugnen und das, was damals passiert ist, dann koche ich vor Wut. Hier in meinem Tagebuch ist alles beschrieben. Es ist geschehen. Und ich tue alles, was in meiner Kraft steht, damit die Menschen es erfahren und nicht vergessen. Nicht nur die Deutschen, auch die Juden selbst. Es dämmert, als wir die letzte Station Ungarns erreichen, Kaschau. Wir hören, dass die 4 Monate alte Tochter von einer Freundin und ein anderer Bekannter gestorben sind. Sie werden aus dem Zug gebracht. Die arme Mutter. Sie kann nicht mal bei der Beerdigung ihres eigenen Babys dabei sein. Sie wird nie erfahren, wo es begraben ist. Wir verlassen einen Bahnhof nach dem anderen.
Es ist Abend. Ich muss auf die Toilette, es geht aber nicht. Es gibt nur einen Topf. Das Wasser wird immer weniger. Man kann sich nicht hinlegen. Zwei müssen immer stehen, wenn man liegen möchte. Gott sei Dank gibt es nur wenige Kinder in dem Waggon. Sie weinen. Es wird gedrängelt und geschimpft. Ich schlafe ein auf dem Knie von Mama. Der Zug hält an. Es war so ein Geschrei und Durcheinander, dass sie von draußen Ruhe riefen und an die Tür hämmerten. Mein Vater versuchte, die Sache zu erklären. Die Tür öffnete sich und ein deutscher Offizier steht dort und fragt, wer das vorhin war. Der Offizier nimmt die Waffe von seiner Schulter und will eine Frau erschießen. Ein lautes Geschrei ist zu hören. Wir schreien alle vor Angst. Auf die Bitte von meinem Vater hat er sie doch nicht erschossen. Juni 1944. Nur noch wenige Kilometer trennen die Züge mit den leidenden Menschen von Auschwitz-Birkenau. Seit 2 Jahren dient der Komplex als Vernichtungslager. Das fabrikmäßige Morden an Juden, Sinti und Roma und anderen Häftlingen befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf seinem Höhepunkt. Bis zu 12.000 Menschen zusammengepfercht in Viehwaggons werden täglich in das Konzentrationslager transportiert. Auf der Rampe findet die Selektion statt. Hier stehen die Schergen der SS. Sie trennen die Familien. Frauen von ihren Männern, Mütter von ihren Kindern. Ein Fingerzeig entscheidet über Leben und Tod. Die meisten Menschen werden sofort in die Gaskammern geschickt. Am Rande der Rampe der Lagerarzt von Auschwitz, Dr. Josef Mengele. Er interessiert sich besonders für Kinder und Zwillinge, die er für seine barbarischen medizinischen Experimente aussucht. Ihn erblickt Shindy als erstes. Tage später wird sie ihn wieder treffen und zum ersten Mal seinen Namen hören. Wir sind im Zug fast gestorben. Es war furchtbar. Der Waggon hielt plötzlich an. Wir wussten nicht, wo wir sind. Von außen haben wir deutsche Stimmen gehört. Wir ahnten, dass wir am Zielort angekommen sind. Wir mussten schnell aussteigen und etwas weiter entfernt von uns stand Dr. Mengele. Die Jungen und Mädchen aus Galanta wurden sofort getrennt. Wir sind ein paar Schritte gegangen und haben plötzlich gemerkt, dass wir uns gar nicht von unseren Eltern und Geschwistern verabschiedet haben. Wir drehten uns um, schauten überall hin. Wir sahen sie nicht mehr. Sie waren einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Shindy, Yitti und Dori werden nicht getrennt und können zunächst zusammenbleiben. Ihre Eltern und Brüder werden vermutlich unmittelbar nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet. Die Geschwister sollen mit 75 anderen Frauen aus Galanta in Block B gebracht werden, dem Frauenlager von Birkenau. Doch zunächst müssen sie in die sogenannte Sauna. Wochen später beschreibt Shindy in ihrem Tagebuch die entwürdigende Prozedur. Einer der Soldaten fängt an zu reden. Alle Neuangekommenen werden desinfiziert und erst dann untergebracht. Und jetzt soll sich jeder ausziehen. Zuerst werden eure Haare abgeschnitten. Unsere Haare werden abgeschnitten? Wir erschraken nicht. Wir schwiegen. Los, zieht euch aus! Da horchten wir auf und wollten uns ausziehen. Aber im Raum waren auch Männer dabei. Ihr habt den Charme zu Hause gelassen. Zieht euch endlich aus, sagt eine Aufseherin. Wir ziehen uns aus. Die Männer laufen lachend im Raum hin und her. Wir stehen nackt und rot vor Scham herum. Dann betritt Lagerarzt Dr. Josef Mengele den Desinfektionsraum. Ich habe ihn gesehen, als unsere Haare abgeschnitten worden sind. Er ist da durchgegangen und schaute sich um. Als man gerade dabei war, Doris Haare abzuschneiden, ist er plötzlich stehen geblieben und hat gesagt, Haare nicht abschneiden.
Dori war sehr hübsch und gefiel einem Offizier sehr. Sie gab mir ein schönes Kleid mit zwei Taschen. Sie bekam auch zwei dicke Butterbrote. Als ich Doris Taschen in ihrem Kleid sah, steckte ich die zerknüllten Tagebuchblätter da rein. Als wir dann in die Baracke getrieben worden sind, fielen mir dort die Löcher in der Wand auf. Später versteckte ich die Notizen in den Spalten. Schließlich werden die Geschwister getrennt. Die 12-jährige Dori wird von einer Aufseherin zu Josef Mengele geführt. Dort bleibt sie für mehrere Tage. Shindi, Yitti und die anderen Frauen aus Galanta werden in Block B1 gebracht. Der Lageralltag ist unvorstellbar grausam. Die Gefangenen leiden Hunger, die meisten sind krank und schutzlos der sadistischen Willkür der SS ausgeliefert. In der Luft liegt ein stechender Geruch. Sie weckten uns ganz früh am Morgen. Sie haben die Tür geöffnet. Wir haben richtig gespürt, dass von draußen Rauch hereinkam. Es roch furchtbar nach etwas Verbranntem. Irgendetwas wurde dort verbrannt. Es war noch dunkel und wir haben schlimme Angst bekommen. Wir dachten, dass wir jetzt lebendig verbrannt werden. Wir wollten nicht vor die Tür. Aber die Deutschen haben uns einfach mit Schlagstöcken herausgetrieben. Ein Mädchen fragte noch einen Soldaten: Was ist denn da draußen los? Was riecht denn da so? Was ist das für ein Rauch? Er sagte einfach: Jetzt werden eure Eltern verbrannt. 3 Tage später wird Dori von einer Wärterin zurück in das Frauenlager gebracht. Sie spricht nicht darüber, was geschehen ist. Dori ist erst 12 und dürfte eigentlich nicht im Frauenblock sein. Das wird ihr zum Verhängnis. Ein Wachmann zerrt sie aus der Baracke. Sie schrie: Yitti, Yitti, nimm mich mit. Yitti, lass mich nicht alleine hier. Yitti, ich hab Hunger. Sie war erst 12 Jahre alt. Und wir ließen sie dort. Sonst hätte man uns doch alle erschossen. Dori blieb in Auschwitz und sie starb auch dort. Wir wissen nicht, ob sie verhungerte oder erfror. Sie ist einfach gestorben. Im August 1944 erreicht das KZ-Lagerwesen seinen infernalen Höhepunkt. Über 700.000 Menschen wurden bis zu diesem Zeitpunkt in Auschwitz-Birkenau ermordet. Etwa 500.000 sollen noch folgen. Alleine aus Ungarn werden zwischen den Monaten Mai und Juni 438.000 Juden nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Die meisten werden sofort in die Gaskammern getrieben. Während in Auschwitz und den anderen Vernichtungslagern weiter gemordet wird, rückt die Ostfront Richtung Westen. Trotz Niederlagen gegen die Rote Armee feiert die deutsche Propaganda weiter ihre Kämpfer und die Arbeiter in der Heimat. Im Morgennebel rücken deutsche Grenadiere zum Angriff auf einen sowjetischen Wolkenkopf vor. Über die Straßen Kurlands rollt der Nachschub mit Männern und Panzern, die sich dem sowjetischen Ansturm entgegenwerfen. Während der Soldat draußen in erbitterten Kämpfen die Front hält, arbeitet die Heimat in unermüdlichem Einsatz für ihre Soldaten. Sie schafft Waffen und Munition und wieder Waffen und wieder Munition. Die Rüstungsschmieden des Dritten Reichs produzieren rund um die Uhr. Um den Ertrag weiter steigern zu können, benötigt die Wirtschaft menschlichen Nachschub. Millionen von Kriegsgefangenen und Häftlingen aus den Konzentrationslagern werden in den Fabriken als Zwangsarbeiter eingesetzt. Auch aus Auschwitz-Birkenau fordert die deutsche Industrie immer mehr Häftlinge an. Wer noch bei Kräften ist, soll in sogenannten kriegsrelevanten Unternehmen eingesetzt werden. Die Arbeitsbedingungen dort sind menschenunwürdig. Viele sterben. Am frühen Morgen des 31. August müssen sich Shindi und die anderen Frauen im Eiltempo vor ihrer Baracke aufstellen. Ich nahm noch die Tagebuchblätter an mich, ganz klein zerknüllt.
Wir standen da zu dritt wie ein Sandwich. Meine Schwester auf der einen und ihre Freundin auf der anderen Seite, ich in der Mitte. Dann kamen die deutschen Offiziere und wählten uns mit 75 Mädchen zur Arbeit aus. Kurze Zeit später verlassen Shindi und die anderen Frauen Auschwitz wieder in einem Viehwaggon. Die Fahrt geht über Breslau und endet schließlich am Bahnhof im niederschlesischen Reichenbach nahe Peterswaldau. Dort hat die SS eine Sportschule in ein Arbeitslager umfunktioniert. 2000 Häftlinge sind hier interniert, darunter 800 Frauen. Die Zwangsarbeiterinnen sind im abgetrennten Frauenlager in 6 Baracken untergebracht. Es gibt keine Heizungen, geschlafen wird auf blanken Holzpritschen mit etwas Stroh. Ein 3 Meter hoher, elektrisch geladener Zaun umgibt das Lager. Wer flüchten will, wird erschossen. Shindi und ihre Schwester Yiti kommen in eine Baracke. In der Nacht schlief ich ganz eng an meiner Schwester gekuschelt. Wir versuchten uns gegenseitig aufzuwärmen. Es war so bitterkalt. Sie haben uns jeden Tag um 5 Uhr oder 4:30 geweckt. Dann mussten wir aufstehen. Das war die größte Strafe für uns. Jeden Morgen. Wir haben nichts zu essen und zu trinken bekommen, bevor wir zur Arbeit mussten. Nichts. Gar nichts. Oberhalb von Peterswaldau betreibt die Rüstungsfirma Karl Diehl eine Fabrik für die Produktion von Granatzündern. Hier werden 973 jüdische Frauen aus verschiedenen Konzentrationslagern als Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Es gibt nur wenig zu essen, kaum Wasser. Die Häftlinge sind den Angriffen und Misshandlungen der Aufseher schutzlos ausgeliefert. Inzwischen ist es Dezember. Jeden Morgen müssen Shindi und die anderen Frauen zur Fabrik marschieren. Fast eine Stunde lang. Im Gleichschritt durch die eisige Kälte. Der Schnee fror an unseren Holzschuhen in einer dicken Schicht an. Wir konnten kaum laufen. Das machte die Deutschen sehr wütend. Es ging ihnen zu langsam alles. Aber wir konnten einfach nicht schneller laufen. Wir hatten doch nur Holzschuhe an. Auf dem Weg zur Arbeit mussten wir dann deutsche Lieder singen. Sie handelten darüber, wie großartig Deutschland ist und was für tolle Dinge es dort gibt. Damit wir schneller gingen, gab jemand vorne den Takt an. Er sang vor, wir mussten hinterher singen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Shindi steht in der Fabrik an einer Werkbank. 14 Stunden täglich. Sie baut dort Zünder in Granaten ein. Jeder Produktionsablauf wird penibel dokumentiert, auf der Vorderseite der sogenannten Laufkarten. Wann immer es geht, nimmt sie sich heimlich fehlerhaft ausgefüllte Zettel aus dem Mülleimer und versteckt sie unter ihrem Kleid. Shindi will ihre Notizen aus Galanta und Birkenau, die sie im Lager unter ihrem Bett aufbewahrt hat, auf die leeren Rückseiten übertragen. Ich merkte es mir gut, was ich geschrieben habe, las alles genau durch. Und am nächsten Tag bei der Arbeit, als die deutschen Aufseherfrauen mal nicht da waren, übertrug ich schnell das Tagebuch auf die Karten. Jeden Tag nahm ich ein Blatt mit zurück ins Lager, gut versteckt. Ich konnte es ja nicht in der Hand halten oder im Beutel tragen. Dort versteckte ich die Blätter dann im Bett unter dem Stroh, ohne sie nochmals durchzulesen. Jeden Tag beschreibt Shindi unter Lebensgefahr die Rückseiten der Laufkarten. Immer dann, wenn die Aufseher die Halle verlassen. Insgesamt schafft sie 54 Seiten, hastig und eng beschrieben. Auf manchen Karten malt sie sogar Blumen. In der Fantasie entflieht sie so einen kurzen Moment dem täglichen Horror. Die alten Zettel aus Galanta und Birkenau schmeißt sie aus Angst vor Entdeckung in die Latrine. Im Lager und in der Fabrik verschlechtern sich die Bedingungen für die Häftlinge von Tag zu Tag. Viele sind krank
unterernährt oder einfach nur noch schwach. Wer keine Kraft mehr zum Arbeiten hat, wird ins 50 Kilometer entfernt gelegene KZ Großrosen gebracht. Auch die inzwischen 15-jährige Shindi ist am Ende ihrer Kräfte. Sie und die anderen Frauen müssen immer öfter auch außerhalb der Fabrik arbeiten. In der Nacht mussten wir einen Graben in den Feldern für die deutschen Soldaten anlegen. Sie sagten uns, das ist alles für den Fall, dass der Krieg und die Front näher kommen. Nach dem nächtlichen Graben mussten wir tagsüber in der Fabrik weiterarbeiten. Wir haben nicht geschlafen, keine Sekunde lang. Ich glaube, das war irgendwann im Februar. Wir haben die ganze Nacht graben müssen, damit sich die deutschen Soldaten verstecken können. Der Kampf im Osten, der ununterbrochene Ansturm des bolschewistischen Gegners auf die Festung Breslau, scheitert immer wieder an dem eisernen Abwehrwillen ihrer Verteidiger. Männer und Frauen greifen mit zu, um die Stadt ständig verteidigungsbereit zu halten. Die Front ist nur noch 50 Kilometer von Peterswaldau entfernt. Noch ahnen Shindi und die Häftlinge nichts vom baldigen Zusammenbruch des Dritten Reichs. Das Lager wird nur noch von wenigen Soldaten bewacht. Am 6. Mai fällt die Festung Breslau. Die Wehrmacht kapituliert vor der Roten Armee. In derselben Nacht werden die Frauen von den Aufsehern ins Freie getrieben. Sie sollen sofort nach Peterswaldau aufbrechen. Nichts soll den Russen in die Hände fallen. Wir wussten nicht, dass der Krieg bald vorbei sein wird. In der Nacht mussten wir dann alle in die Fabrik marschieren und haben sämtliche Maschinen in den Hallen abmontiert und rausgebracht. Dann mussten wir alle Geräte ins Wasser werfen. Als wir fertig waren, stiegen die Deutschen in zwei große Autos und fuhren einfach weg. Sie ließen uns in der leeren Fabrik zurück. Alles war jetzt ausgeräumt. Wir standen dort rum und haben gewartet. Wir dachten, dass die Deutschen vielleicht wieder zurückkommen. Es kam aber keiner mehr. Dann sind wir einfach zurück ins Lager gegangen und haben gewartet. Am 8. Mai werden die Häftlinge von Peterswaldau von der Roten Armee befreit. Shindi und ihre Schwester Jitti schlagen sich über Prag bis nach Galanta durch. Vom tragischen Schicksal ihrer Familie wissen die Geschwister noch nichts. Die 54 Tagebuchseiten versteckt Shindi sicher unter ihrem Kleid. Jerusalem, 74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Hier hat Shindi ihre neue Heimat gefunden und eine eigene Familie gegründet. 1949 siedelte sie frisch vermählt mit Ehemann Emil Müller von Galanta nach Israel. Im gleichen Jahr bekam Shindi ihr erstes Kind. Es war ein Mädchen. Sie nannte es Dori. Ihr Sohn Isaac fiel mit 20 als Soldat im Yom Kippur-Krieg. Ehemann Emil starb 2006. Ihr jüngster Sohn Ariel ist heute 62. Shindi selbst sagt, sie habe später ein schönes Leben gehabt. Jetzt habe ich das Tagebuch. Und wenn wir nicht über diese Zeit reden, dann schwinden die Erinnerungen. Bald werde ich sterben. Und ich will nicht, dass man die Menschen vergisst, die alle ermordet worden sind. Es wäre ein schlimmes Gefühl, dass die Erinnerungen an jene für immer ausgelöscht werden. Die Sonne scheint durch das Fenster rein und streichelt mein Gesicht, als hätte sie mich nur aus einem tiefen Traum wecken wollen. Ich schaue mich erschrocken um und sehe die vier Gefängniswände, die mich an die schreckliche Wahrheit erinnern.